Chance für Langnau. Nächster Schuss Lausanne. Die arbeiten hier am Führungstreffer. Aber es ist die Führung und es ist Tyler Moy. Mit seinem bereits dritten Treffer im siebten Spiel hatte die eine oder andere Möglichkeit bereits auf dem Einiges effizienter bisher im Verlauf der Meisterschaft als die Waldländer. Die kommen hier zunächst. Top-Chance und das ist der Shorthander von Joel Vermin. Auch ihm lief es zuletzt nicht allzu gut. Ein Tor, ein Assistpunkt in den letzten fünf Spielen. Und jetzt trifft Joel Vermin zum 11. Mal in dieser Saison. Dann wieder Di Domenico. Hüggener. Harry Pesonen. Harry Pesonen bringt die Hoffnung bei Langnau zurück. Abpraller bei Sandro Zurkischen und dann steht der Tor. Wahrscheinlich über eine so längere Zeit. Elo, Ausgleichstreffer Langnau. Das ist doch kaum zu glauben. 38. Spielminute und die SL Ein Top-Transfer, den Lausanne getätigt hat auf diese Saison. Hin und hier kommt der neuerliche Führungstreffer. Petteri Lindbom, der finnische Verteidiger zum 3:2 für Lausanne. Und da haben sie die Antwort sofort geliefert. Zweiter Saisontreffer für Minuten. Möglichkeit für Lausanne. Und dann ist die Scheibe drin. Und es ist neuer. Entscheidung sein, da springt ihm die Scheibe auf den Stock und so wird Tyler Moy zum Doppeltorschützen.